Die Behandlungen bei der MS lassen sich so vielleicht in drei Blöcke einteilen. Die Basistherapie, die vor allem für schubförmige Verläufe wichtig ist und dort die Reduktion der Schübe um etwa einen Drittel bis zwei Drittel ermöglicht. Dann aber die symptomatische Therapie, wo also die einzelnen Symptome behandelt werden, Blasenstörungen, Spastizität. Wichtig ist, dass dort auch schon immer eine umfassendere Rehabilitation zum Tragen kommt, wo Physiotherapie besonders wichtig ist zur Verminderung der Muskelverkrampfungen, Stärkung der Kraft, Verbesserung der Ausdauer, Erhaltung der Gelenkbeweglichkeit. Wichtig ist, dass sozusagen ein Konzert veranstaltet wird von Therapien, die immer darauf zielen, dass man Ziele erreicht, die man gemeinsam gesetzt hat im Voraus. Und diese Ziele müssen relevant sein für die Bewältigung des Alltags. Mit Medikamenten lässt sich verschiedenerlei bei der Multiplen Sklerose erreichen. Zum einen versuchen wir, die Schübe unmittelbar zu behandeln, um die akute Verschlechterung wieder rückgängig zu machen. Das gelingt uns in der Regel sehr gut mit hochdosierter Cortisonbehandlung. Bei dem übrigen Verlauf der Multiplen Sklerose versuchen wir generell, die Progression der Erkrankung zu verhindern und auch Schübe zu verhindern. Die weiteren möglichen Ziele, die wir haben, ist natürlich auch, die bildgebenden Veränderungen im Gehirn zu verlangsamen oder zumindest in ihrer Ausprägung geringer zu machen. Die Langzeitsicherheit der verlaufsmodifizierenden Medikamente, die ist sehr unterschiedlich. Die älteren lange und bewährten Medikamente wie die Interferone oder Glatiramer-Acetat, die haben eine sehr gute Langzeitsicherheit, das kann man heute sagen, nach über 15 Jahren Marktzulassung. Die neueren Medikamente, insbesondere auch das hochwirksame Medikament Natalizumab, hat eine sehr, sehr hohe Wirksamkeit in der Verhinderung von Schüben und Behinderungsprogression, hat allerdings eine nicht besonders optimale Langzeitsicherheit. Das bedeutet, dass die Patienten ein Risiko von etwa 1 zu 1000 haben, dass sie innerhalb 3 bis 4 Jahren eine schwere Hirninfektion erleiden, die manchmal auch tödlich verlaufen kann. Die meisten Basismedikamente in der verlaufsmodifizierenden Therapie sind Spritzen. Diese Spritzen werden unter die Haut injiziert. Man kann sich die Spritze selber applizieren oder dann eine Injektionshilfe nehmen, die sich besonders für Leute eignet, die etwas Spritzenangst haben. Da gibt es Modelle, die eine einzelne Injektion machen und andere Modelle, mit denen man 3 Injektionen machen kann, bevor man dann wieder eine neue Kartusche einsetzt. Der Verlauf der Multiplen Sklerose wird durch die Medikamente eindrücklich verändert. Es ist eine eigentliche Erfolgsgeschichte. Für die älteren Neurologen, die noch die Zeiten von vor 20 Jahren kennen, ist die Einführung neuer Medikamente ein Highlight gewesen. Die Familienmitglieder sollen sich möglichst normal verhalten. Das gilt besonders gegenüber Personen, die von der MS nicht gezeichnet sind, die normal wirken, die auch völlig normal leistungsfähig sind. Es wäre dort falsch, wenn Familienangehörigen eine übermäßige Schonung an den Tag legen würden oder den Patienten bemitleidenswert behandeln würden. Anders ist es natürlich, wenn Patienten schon eine relevante Behinderung haben. Dort sind natürlich andere Qualitäten der Familienangehörigen gefragt.